Herzlich willkommen zurück zu AI The Somnium Files. Ja, wir psinken heute mit Boss. Date, talking to her would be pointless. You do know that, don't you? Können wir dann psinken? Ich entschied mich, mit ihr zu psinken. Ihr jetzt noch Fragen zu stellen, würde nur Zeit verschwenden. Andererseits, selbst wenn sie wach wäre, könnte ich mir nicht vorstellen, dass sie freundlich an einer Befragung teilnehmen würde. Tommy wurde immer noch nicht gefunden. Ich hatte ein schlechtes Gefühl. Aber es gibt eine gute Chance, dass Boss weiß, wo sie ist. Wie würde ich an die Informationen kommen? In ihren Kopf zu gelangen, wäre definitiv der schnellste Weg. Deswegen brachte ich sie hierher. Da hatten wir wieder unsere kleine Zusammenfassung. Ja, sie liegt da auf dem Sync Subjects Chair. Gut, können wir jetzt anfangen? Die Sync-Maschine. Ich dachte, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, müssen wir das, oder muss ich hier auf den... Nee. Hallo? Guten Tag. Computer? Wo ist Nummer 89? I had him put back behind bars. In Fuchu Prison. That's right. I couldn't keep him here. Warum bist du so kooperativ? Because I know that the boss is my enemy. I got the video from Iba. I processed it and found that it showed no sign of tampering or editing. Which means there can be no mistake. The boss shot and killed Sosejima. After pulling out his left eye, that makes the odds of her being the culprit behind the other murders very high. Geht so. Or maybe she had accomplices. Either way, she's a criminal. That's why I am cooperating with you, Special Agent Date. Gut, aber wir wissen ja, dass So selber ziemlich Dreck am Stecken hat. Ja, die wollen wir auch. Wie geht's, Boss? She has broken her right shoulder, as well as the fibula of her left leg. But her brain is perfectly healthy. Mehr brauchen wir ja auch nicht. Na dann los. Auf geht's. Computer, are the preparations done? Ready anytime. Let's get started. Bin mal gespannt, was wir da finden. Und wie gut dieser Psync jetzt zu machen ist. Das sind ja qualitativ, finde ich, schon ein bisschen schwankend. Date. You only have 6 minutes. I know. 6 minute time limit. Jawohl. I'll be back before time's up. Well then, let's begin. Das ist doch die Fabrik. Das ist das Fabrikgelände. Sind wir jetzt ein Ölfass? Nein. Es wäre aber lustig gewesen, jetzt als Ölfass einfach da rumzurollen. Das wäre doch was gewesen. Time to loosen up. Yeah. Do you always have to come in like that? It is of the utmost importance. At a time like this? Times like this are perfect. Anyway, it appears to be an abandoned factory of some kind. What could Boss be hiding here? Könnte uns das weiterhelfen, vielleicht in dem anderen Strang? Stimmt. Somnium Scan, activate! Und wir wissen ja, dass hier die Psync-Maschine steht. Dass in der anderen Realität Nummer 89 hier ist. Metalog 1. Metalog Nummer 2. Metalog 3. Metalog Nummer 4. Keine Nummer 5. Okay. Öffne die Tür zu Boss. Zu der Wahrheit von Boss. Boss versteckt etwas. Entdecke die Wahrheit des New Cyclops Serial Killings. Oh, okay. Alles klar. Das ist natürlich jetzt eine harte Bürde.
Wir müssen da hinten irgendwie hin. Wir sind hier auf der Karte. Wir haben drei Türen. Wir haben eine Leiter. 1F und Cord. Das ist Cord. Cord ist da hinten. Wir müssen ja einmal komplett durch. Okay, da haben wir jetzt Tür 1. Cord ist dahinter. Da kommen wir gerade nicht hin. Also können wir eigentlich nur zur Tür 1, oder? A rusted metal door. Ey. Das dauert aber alles ewig hier. Wäre da echt keine andere Möglichkeit? Doch, da ist noch was. Tür A. Kommen wir da hin? A door that looks like the anywhere door. Ja, wieder ausgeklickt. Ja, die machen wir doch mal auf. Das ist doch mal hier eine schöne Sache. It appears to be locked. Okay, da können wir also schon mal nicht durch. Aber wir haben Timing gekriegt. Gucken wir nochmal auf die Karte. Ja, also wir haben hier, hätten wir noch eine Tür, aber das glaube ich nicht. Dann gucken wir mal hier rein. Tür 1. A rusted metal. So. Put pick in keyhole. Klingt doch eigentlich ganz gut. It is no use. The ice pick will not work as a key. Ach, wir haben Eispickel, okay. Ja, das wird nicht funktionieren, das stimmt. Gut, dass wir ein Timing bekommen haben, dann können wir das jetzt hier nochmal benutzen, um das damit aufzubrechen. Das macht natürlich viel mehr Sinn. Das macht viel mehr Sinn. Roger, I will try. Jawohl. It worked. Hätte man drauf kommen können. Alright, open it. Okay. Ui. Sie hat den Mord an Shoko beobachtet. Ein Schlüssel. Stimmt, der Eispickel war ja auch das, womit. Womit Shoko ja getötet wurde. I do not have time to try all of them. Okay. Das wäre gut. Wir haben das erste Schloss geöffnet. Öffne die erste Tür. Okay. Mal 10, ist klar. Tja, woher wissen wir jetzt, welcher Schlüssel das ist? Die sehen sich auch alle recht ähnlich. Hier ist der Eispickel mit drin. Icepick is next to this key. Eben drum. Deswegen nehmen wir den. It appears to be correct. Juhu. That's what I said. The tag is labeled A. Perfekt. I was right. Give me some credit. That must mean you can use this key for something labeled A. Und die haben wir ja schon gefunden. Come on. Richtig schön 50 Sekunden gedauert. So. Dann gehen wir doch zur Tür A. Ja, die machen wir jetzt auf. Perhaps we can use the key I just picked up. Das wäre schön. Yeah, try that. Yeah. It opened. Odd. Isn't this the third floor? What is going on here? Tja, anywhere, ne? Looks like the floors are connected in a weird way. Hmm. Quite the troublesome dream. So, eine Sekunde, damit kann ich arbeiten. So, was haben wir hier oben? Türen
ein Control Panel. So, was haben wir hier? Tür A hatten wir. Tür B ist da hinten, da kommen wir nicht hin. Tür D kommen wir nicht. Doch, kommen wir hin. Tür F kommen wir nicht hin. Da haben wir ein Rohr und ein Control Panel. Dann gehen wir doch erstmal dahin. Nee, da kommen wir auch nicht hin, oder? Hey, das ist versperrt. Wir müssen hier lang gehen. Also wir haben gar nicht große Auswahl. Was ja auch nicht schlecht ist. Wir kommen ja nur langsam voran gerade. Agent Date, you've got 4 minutes. Ah. Okay, Tür B. A door with B written on it. Kick open. Tackle. Wir probieren erstmal Tackle. Damit kommen wir auch am zeitintensivsten, effektivsten raus. Wenn es richtig ist, und es ist richtig. Well, that was easy. It was. Weil woher soll man das da wieder wissen, ne? This is the second floor, but it is clearly not the door I just opened. It's like a maze. I have to remember what door goes where. Ich hoffe nicht. Ich weiß ja nicht mal, wo wir hin wollen. Ich weiß nur, wir kommen voran. Das ist der Hauptsache. Die Hauptsache. Der, die das Hauptsache. Wir haben ja wirklich nur einen linearen Weg hier. Also wenn wir das jetzt wirklich merken müssen, dann muss ich mir das aufschreiben. Warte, wir sind durch Tür A. Dann waren wir im dritten Stock. Da konnten wir dann in Tür C. Zweiter Stock. Tür B. Und von da aus sind wir dann, gehen wir jetzt durch Tür C. Door C. Tja, Tackle oder Kick Open. Wir machen wieder Tackle. Ja, sieht gut aus. That was easy. It was. Oh, we're on the second floor again. Dann sind wir wieder im zweiten Stockwerk. Okay. We leave the second floor and come right back to it? This is confusing. Gut. Da kommen wir nicht runter. Das heißt, wir müssen hier lang. Und das Regal war ja, glaube ich, auch das Schloss, wenn ich mich richtig erinnere. Nochmal eben wieder gucken auf der Karte. Da sind auch nur Türen oder so. Mal das Regal an. There is an obvious wire tied to it. Okay, wir können drücken, untersuchen oder in die Lücke schlüpfen. In die Lücke schlüpfen ist mir aber zu krass jetzt. Wir machen mal Push und hoffen auf ein gutes Timey. Ach, sein Sechsel will ich eigentlich ungern benutzen. It is no use. I am not powerful enough to move it. So, you're too weak. Got it. Yes, you're right. I am too weak. Oh, sorry, Iba. No, it's all right. It is the truth. I am just a lowly artificial intelligence. Auf ein gutes Timing, so eine 1 Sekunde. Ein Drittel, das reicht uns auch nicht. Okay, wenn man das gewusst hätte, hätte man jetzt die 1 Sekunden Timings besser aufgehoben. A bookshelf. Weil Slide in the Gap. Das wird nix. Das wird nix. Okay, Steel Drum. An oil drum hung with wire. Push, lift. Push wird nichts bringen, wir machen mal Lift. Ich glaube, das Ding da im Weg. Ach nee, das ist ja kaputt. You could have told me earlier instead of wasting time. Excuse you? Is that really something you should be saying to the one making all the effort? There's a difference between being stubborn and not knowing when to quit. Okay, wir müssen es dann. Ja, wir müssen es dann pushen. Jawohl.
Ich dachte, da wäre das Geländer im Weg, aber das ist es nicht. Und ja, so ist es gut, dass wir das nicht mehr gemacht haben, sondern so dann jetzt hier an die Tür kommen. Guess you should check that door. Perfekt. Wir zwei. A rusted metal door. Wie soll das denn jetzt bitte gehen, Leute? Euer Ernst, da muss man die 1 Sekunden Timings tatsächlich hierfür aufheben. Aber das muss man ja auch erstmal wissen. Door E. Müssen wir auch versuchen zu öffnen. Aber ich will da nicht durch. Dann machen wir es halt so. Das ist echt ein bisschen... Naja. You have 3 minutes, Dante. So, und jetzt können wir hier die Tür öffnen und kriegen ein richtig schönes Mal 10 Timey. Okay. Sie weiß auch, wer ihn erwürgt hat. Nicht die gleiche Person. Ein neuer Schlüssel. This again. So we can't just grab one. We have to be careful. Okay, das ist die Uhr. Das ist natürlich ein Hinweis. Okay, öffnet die zweite Tür. So. 3.45 Uhr. Ah, wir haben hier verschiedene Uhrzeiten. 5. Da brauchen wir jetzt die Karte. Gibt es einen für 5 Uhr? Ja. 5 Uhr. Den müssen wir nehmen, denn die Mordzeit war, glaube ich, um 5. Wir müssen also hier diesen dran. Das müsste der richtige gewesen sein. It's a key with a watch beside it. The hands indicate 5 o'clock. In the morning? No, that is not what I mean. Den nehmen wir. 100 Sekunden, hallo? Whoa! This is not it. Nein. Is the time on the clock relevant? It would be quite the simple gimmick. Or they just want us to think that. True. Verdammt. Ja, ne, das war dann schon mal nix. War das nicht um 5? Ich dachte, er wäre um 5. Dann weiß ich es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht 8. Oder 11? Ich habe keinen Plan mehr. It's a key with a watch, but the hands indicate. Ja, nehmen wir mal mit. This isn't it either. If the time on the clock is relevant, what is it related to? Ja, zum Zartzeitpunkt. Ich weiß es aber nicht mehr. Können wir das nochmal hier im File nachlesen? Renju. Hier haben wir Manaka. Renju. Da. Nee, wissen wir nicht. Appendix. Ja, aber da ist so viel. Soll ich da jetzt die richtige Zeit rausfinden? Tja, das ist die Frage, ne? Wenn man das jetzt hier irgendwie sinnvoll nochmal nachlesen könnte, das wäre praktisch. Aber so weiß ich es leider nicht. Dafür ist es jetzt doch wieder zu lange her. Was haben wir denn noch? 2.50 Uhr, 3.45 Uhr. Ich weiß es nicht. It's a key with a watch. The hands indicate. Das ist ja nur eine Sekunde. This isn't it either. Ja, wir müssen das eh nochmal machen, denke ich. Oh, jetzt gibt es sogar mal 2 Timey. Geil. Bin ich gerade in die falsche Richtung unterwegs?
Wenn es einmal läuft, dann läuft es richtig. Ja, wir müssen zur anderen Seite. Less than one minute. Hurry. Doch zwei Schlösser. Ah, guter Witz. It's a key with a what the hands indicate. Komm, nimm. Okay. Es war tatsächlich 8 Uhr, wie ich erst gesagt hatte. Ja, super. It's a key with the hands indicate. Gut, gut. 8 Uhr. Is this the correct answer? Saturday night at 8 matches Renju's estimated time of death. Okay. D is written on the tag. Let's go, Date. Hoffen wir mal das Beste. The D. Öffnen wir. Die 1 Sekunde Sami muss ich mir unbedingt aufheben. Das haben wir jetzt gelernt. Das dürfen wir auf keinen Umständen, unter keinen Umständen benutzen. Wenn es sich nicht irgendwie vermeiden lässt. So, dann sind wir durch Tür D. Wieder im dritten Stock. So. Wir müssen jetzt zum Control Panel gehen. Vermute ich mal. Rows of monitors and buttons. Okay, untersuchen wir. Kostet nur eine Sekunde. This appears to be old. I believe this computer controls the factory's electronics. It appears to require a key to activate. Okay. Wie kommen wir an den Schlüssel? Gleich durch das Rohr. A broken pipe. Steam is leaking out. Smell cover kick. Wir machen mal Cover. You want me to cover this hot hole? Yeah. You're making me do some dangerous things. Perhaps that will work? Vielleicht. This won't be easy to cover. Schade. Sind wir jetzt nicht daran gekommen? Nee, ne? Jetzt haben wir aber auch nur die Türen hier. It's a broken pipe. Dann Kick. Na klar, dagegen, dann taut es, ja. Egal, hat jetzt nicht so viel Zeit gekostet. It's just as I calculated. You were surprised, admit it. So, dann kriegen wir jetzt hier hoffentlich dann gleich wieder den nächsten Schlüssel. A rusted metal door. Most of the ice is gone now. So, eine Sekunde, open. Aber wieder eine Malzena. Das ist echt übel. Gut, da wissen wir, dass das Hoshijima war. Dann war es er vielleicht bei den anderen auch. This key has control panel written. Oh, wir kriegen es gleich. Control panel? The one right there? Oh, sehr gut. Öffne die dritte Tür. Die Frage ist nur. Genau, und jetzt haben wir hier noch mal 10er, was wir einsetzen müssen. 50 Sekunden, ja, das war's. Wir können jetzt höchstens hier sagen: Investigate. Um den loszuwerden. Und jetzt können wir den Schlüssel reinstecken, aber dann haben wir immer noch 17 Sekunden Zeit fürs Letzte. Okay, wir müssen es eh nochmal machen. Wir müssen das eh nochmal machen. I see. If we move the scaffold, a new route appears. Okay, let's move it. Äh. Rows of monitors.
Rotate Key, würde ich sagen, oder? Trunk. Hä, das ist irgendwie weitergebracht. Rows of monitors. Und wenn wir den Knopf drücken. Dann müssen wir es bestimmt wieder den Schlüssel hier nochmal wieder rotieren, oder? Flump. It extended. Now we can use the route to door B. Perfekt. Das bedeutet, ich muss nur zur Tür B kommen und sie öffnen. Dante, you're out of time! Ja, sind wir. Moment. Gut, Ach so, ja. Wir müssen durch die Türen dann gehen. Gut, aber das wird so nix. Wir müssen nochmal retryen. Nach Schloss 1 fangen wir nochmal an. Und sonst müssen wir es nochmal von vorne machen. Hilft leider nix. Achso, wir sind hier schon. So, hier müssen wir zu Key 1. It's a key. Den hoch. 53 Sekunden, die tun halt schon extrem weh. So, dann müssten wir zur Tür A. Öffnen. Dann, was war hier? Mussten wir hier rum? Und ja, man musste sich dann wirklich merken, wie man durchgeht, weil wir dann ja zur Tür B müssen. Agent Dante, you've got 4 minutes. Hier müssen wir dann wieder hin. Mussten wir auf jeden Fall machen, aber die eine Sekunde will ich eigentlich nicht benutzen. Die brauchen wir gleich. So. Aber könnte sein, dass das eine Fehlentscheidung war. So, Tackle. Dann mussten wir hier einmal rumlatschen. Zum Fass. Das müssen wir pushen. Dann zur Tür. Öffnen. Hier können wir jetzt Zeit sparen. 8 Uhr müssen wir nehmen. Ich wollte eben gucken. Ich glaube, das war nämlich eine 5 Sekunden. Wir hier. Nee, ob wir eine mit einer Sekunde kriegen. Nee. Gut, dann müssen wir es halt hier mitmachen. So. Dann sind wir durch Tür D gegangen, genau. Öffnen. So. Das ist aber echt knapp bemessen hier. Das ist echt knapp bemessen. Hype. Kick. Tür. Aufmachen. Das
Ding ist, da einmal hinlaufen und das Timing benutzen wird auch nichts bringen. So, insert. Nee, investigate. Rose of Mon. Insert Key. Dann müssen wir einmal rotieren. Rose of Mon. Drücken. Rose of Mon. Rotieren. So, jetzt müssen wir zu Tür B. Das heißt, wir müssen jetzt rückwärts gehen. Also erst durch Tür D. Öffnen. Dann müssen wir durch Tür C. Tür C. C, C Strich, was? Tür B Strich. Hier lang, oder? Da kommen wir nicht lang. Doch, genau, das ist ja der Weg, den wir jetzt gemacht haben. Das ist der Weg, den wir freigespielt haben. Aber wir haben was nicht. What? Aber wir haben hier nochmal ein Timing, also hier so ein Secret gefunden. Yay. Ich glaube nur nicht, dass uns das jetzt viel bringt. Oh, ich will das nicht nochmal machen. Date, 30 seconds. So. Muss das benutzen. Und Tür B. So, jetzt können wir hier rüber. Und durch Tür F. Door F. This is the first time we've seen it. Und ich hoffe, dass es wieder Tackle ist. Und dass nicht mehr viel kommt. The first floor. This is the first time we've been here. That big door. If we can see what's in there, we'll figure something out. Scheiße, 12 Sekunden. You're out of time. 12 Sekunden. A power cord. It is discharging sparks. Tja, ich habe keine Ahnung. Kick oder get shocked. Eins von beiden. Welches ist es jetzt? Entscheide ich mich richtig? Haben wir es geschafft? Entscheide ich mich falsch? Müssen wir den ganzen Bullshit nochmal machen? Ach, sowas ist doch doof. Pointed in a different direction, something might happen to the door. No, this is different. That won't work this time. Date. Damn it, what the hell? Ja, super. Es ist, woher soll man, also, mir fehlen Anhaltspunkte dafür. Dann ist es doch gechockt. Und ja, wir dürfen das Ganze jetzt nochmal machen. Und das machen wir jetzt noch in dieser Folge. Aus Prinzip. Oh, das ist... Nee, also das... Oh.
Aber können wir uns die 66 Sekunden hier leisten? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Jetzt zurücklaufen bringt auch nichts. Vielleicht müssen wir es dann nochmal machen. Agent Date, you've got 5 minutes. Agent Date, you've got 4 minutes. Das ist einfach zu viel. Wieder rausgedingst. Hallo. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles wird gut. Irgendwann schaffen wir es schon. So. Tackle. C. Kick open. Wäre halt auch die Frage, ob das vielleicht sogar ausreichend wäre. So. Ich habe auch gerade keine Ahnung, ob wir gerade gut in der Zeit sind im Vergleich zum letzten Durchgang oder nicht. Gefühlt eher nicht. So, wieder dieses blöde mal 10 Ding. Open und durch. You have less than 2 minutes. Hurry. So, dann müssen wir mal hier hin. Und hätte man sich vielleicht auch denken können, dass es diesmal halt nicht Kick ist, wenn es das letzte Mal Kick war. Wobei, man weiß es auch nicht immer. Man weiß es nicht immer. Es ist also mal so. So. Rose of Ma. Dann. Rein mit dem Schlüssel. Das ist gut, den zu verschwenden. Ich denke nicht. So, rotate. Rose. Switch. Dann nochmal Schlüssel da rein. So. Dann müssen wir jetzt wieder zur Tür. Öffnen. Ah, es hat 10 Sekunden gekostet. Das war nicht gut. D, dann zu C. Stimmt, das war hier auf der anderen Seite. Obwohl doch, eigentlich sind wir, glaube ich, jetzt ganz gut dabei. Ich glaube, wir sind ganz gut dabei. So. Ich lasse den Timey mal da. Für die letzte Tür. So, jetzt müssen wir ein bisschen latschen. Komm wieder durch. F. Wir sind ganz gut dabei, wir sind ganz gut dabei. Eine Sekunde. Get shocked. Date, we've known each other for a long time.
I know that you are joking, but could you please consider the appropriate time and place? You're seriously lecturing me right now? Excuse me? Sorry, ma'am. Gut, es wäre egal gewesen, was ich gesagt hätte, es war es nämlich beides nicht. Verdammt. Oder müssen wir jetzt nochmal die Leiter lang gehen? Was anderes haben wir doch nicht. Oh, wir müssen das nochmal machen. Ja, wir könnten Investigate machen, aber das wird es auch nicht sein. Wir haben hier die Leiter. An iron ladder. Ah. Halt, Leute, das ist doch nervig. Es muss hundertprozentig richtig sein. Ready? Also wenn die Tür jetzt nicht aufgeht, dann haben wir, dürfen wir nochmal roll durch. Wow! Und da wir jetzt noch irgendwas machen müssen, jetzt müssen wir bestimmt noch die Tür aufmachen. Und das funktioniert jetzt nicht, weil wir jetzt keine Zeit mehr haben. This Somnium is awfully dangerous. Hey, that door. Maybe we can open Nö, that one. Können wir nicht. Check it. Können wir nicht? Date, there is no. Damn it, what the heck? Können wir nicht? So, aber wir können das jetzt von diesem Schloss aus nochmal machen. Dreimal. Okay. Wir waren gut in der Zeit. Die Frage ist, haben wir das Ding jetzt verschoben? Letztes... Da müssen wir nochmal zum Control Panel gehen. Rose of Monitor. Ja, wir müssen erst noch den Schlüssel reintun. Gut, dass ich dran gedacht habe. Rose of. Gut, dass ich dran gedacht habe. Rose of Monitors. So. Jetzt können wir uns auf die Reise machen. Den 1-Sekunden-Timer müssen wir uns, wie gesagt, aufheben. Mit. Ah, genau, das war das hier. Gut. War mir gerade nicht so ganz sicher. Aber dann kam es über mich. So, C. So, leider die 10 Sekunden jetzt nehmen. B. Oh Gott. Das wird verdammt knapp wieder. Jetzt Leiter, eine Sekunde, Tackle. Ready? So. A rusted metal door. Gut. I'm going to open it. Bitte. Und hier ist die gleiche Person. Boss. Wird das Ringgeräusch jetzt eben. Aber nach dem anstrengenden Somnium brauchte ich das jetzt eben, den Schluck. That's
Iba, return to the control room on the third floor. At once. Hier, ich muss das jetzt noch machen. Da leuchtet hoffentlich aber keine Zeit mehr. Nee. Ich dachte, wir wüssten jetzt, wer das ist. Was? Renju hat Choco getötet. Iris, Renju. Das muss jetzt aber So sein, sonst macht es keinen Sinn. Genau, So hat Iris getötet. Und Boss hat So getötet. Aber warum? Warum diese reinen, so ein Reinmord sozusagen? What the hell is going on? Das macht doch alles keinen Sinn hier. Date, what are you doing? 6 minutes are up! Wait, wait! Hitomi is... Date, you can't go any longer! Force shutdown! No! Erwacht. Okay, das ist jetzt aber schon überraschend. Aber irgendwie macht es auf den ersten Blick jetzt auch irgendwie keinen Sinn. Tag 5, Dienstag, EAI. Hey, hi. Polizeihauptquartier, Dienstag, 3.14 Uhr. Ich meine, warum sollte Iris Ranger töten? I took a look around your head, and I discovered something. Something about the new Cyclops serial killings. Apart from Ota, there are 4 victims. Shoko Nadami, Renju Okiura, Iris Sagan, and So Tsujima. Who was responsible for these murders? Shoko was stabbed by Renju with an ice pick. Renju was strangled to death by Iris. So cut open Iris's body. But who shot So? It was you. Vor allem, warum nehmen sie alle das Auto? All of these murders were committed by different people. There wasn't just one killer. That's how it looks on the surface, anyway. But... Ja, die Frage genau ist ja, warum haben sie denn alle das Auge rausgenommen? That's not the truth, is it? There's only one culprit. Ja, eben. One person, and that person is. Oh, wer ist es? So. Nein, ist er nicht. Shoko. Ja, dann. Yes. You, the person in front of me right now. You're blaming the commander of Abyss for this? No, not Boss. The person inside Boss's head. Ah, da wurde geswitcht. Can you at least try to make sense? Das macht Sinn. Das macht Sinn. Durch den Psync wurden die Körper getauscht. Und zwar von So und Boss. All right, I'll explain. Würde ich vermuten. You know about the abandoned chemical plant in Kabasaki? There's a prototype sync machine there. You use that device to swap around bodies one by one. In other words, the entire egg ends up being replaced. Ich wusste doch, es wird wichtig. Mind, consciousness, memory, they are traded. Switched. I don't know where it started, but at some point, you got into Shoko's brain. Then you got into Renju's. Hmm.
and got rid of Shoko's body. After Renju was Iris. You strangled Renju using Iris. After that, into So. Who you used to kill Iris and Ota at the cult storage warehouse. Das macht dann schon mehr Sinn. Now, you're in Boss's body. Inside her head. I see. If you know that much, then I have nothing left to hide. Yes, I am the culprit behind the new Cyclops serial killings. Aber wer ist es denn jetzt? I guess you can call me the new Cyclops killer. Aber wer ist es denn jetzt? Wer zur Hölle bist du? Saito. Saito Tsujima. Ah, okay. Congressman Tsujima's son. What? I researched Saito thoroughly. Macht Sinn. But I cannot find any images of him on the internet. He is listed on the family register, but I cannot find any photographs. Wer war in Iris während des Sonntags? Integration? That was me. You imitate her well. From the way you talked in your body language, it was like the real Iris. Ah, oder als wir hier waren, okay. Earlier too. You almost had me fooled. Your imitation of Boss was perfect. Yes, there's a reason for that. Let me define some terms first. A person's memory and sense of self. Let's call that personality. It isn't quite the right word, but it'll suffice. Now, transferring that personality into someone else's brain, let's call that parasitism. The one transferring is the parasite. The one being transferred into is the host. Are you with me so far? Moving on. Even after the personality exchange is complete, the host's memory isn't completely lost. About 1% remains in the brain. So, a parasite could use that 1% to imitate the language and behavior of the host. That's how I knew about the warehouse and Sunfish Pocket, by the way. Thanks to Renju and Iris's remaining memories. I'm telling you, it was me. Why are you making me repeat myself? Ich dachte, ja, sonst kriegt man doch immer noch weitere Informationen darüber. That means the somnium I entered on Sunday. That's right. It was me. Es erklärt auch, warum es diesmal so anders war. Und dann war dieser Shovel Forge, war aber dann wirklich Iris. Wie? Woher wusste er etwas über den echten Cyclops-Killer? Ja gut, das wissen wir. Er hat ja zugeguckt. Und etwas anderes beunruhigte mich. Date. What's going on here? Nenn mir Details zu jedem Verbrechen. Before I do, there's something I want to hear from you. How did you know about the prototype sync machine? And not only that, you also seem to know what the sync machine is truly capable of. Und dabei haben wir es in einer anderen Realität kennengelernt. Ja. Why is that? That's... Regaining your memories, are you? Human memory is fractal. If you retain even a single piece of it, it's possible to recreate the whole thing. Pieces of memories are like roots that grow into every corner of the brain. Gradually, slowly, taking its time. I imagine the same thing is happening in your brain right now. A fractal is a figure with self-similarity. Allow me to explain. See this? Whichever fragment you cut, you will see a similar shape. The whole is made up of its similar parts. This is called a fractal figure. Memories in the brain are similar.
That is what he is explaining. He is claiming that from a few pieces, you can rebuild the memory. Ich wusste vom Prototypen, indem ich meine Erinnerung wiederherstellte. Stimmt das? Nein, das ist es nicht. Parallel worlds exist. Fahr fort. Fine. I still have time. Time? You'll see. So, where do you want me to start? Es ist gerade mal kurz nach Mitternacht am Dienstag. Shoko wurde am Freitag getötet. Wenn wir das als Tag 1 bezeichnen, dann ist heute Tag 5. Was hat Saito in diesen Tagen getan? Ich entschied mich, ihn das zu fragen. Okay, geht es noch ein bisschen länger? Ein bisschen können wir noch machen hier. Tag 1, Freitag? Like you guessed, my personality was in Shoko, Renju's ex-wife. That made calling Renju easy. I need to talk to you about something. He came over without question. I think it was around 4 p.m. I had him meet me at the chemical plant. I made Renju go to sleep. Synced, switched personalities, and then stabbed Shoko's discarded body with an ice pick. I took Shoko to Bloom Park by car, using the old abandoned subway line. Must have been around 8 p.m. by the time I was finished. I tied up Shoko to one of the merry-go-round horses. After that, I used Renju's phone to send a Nile message to Mizuki. Mizuki, Daddy ist in etwas Ernstes reingeraten. Then I just waited for Mizuki to arrive. Tag 2, Samstag. Until next Saturday evening, my personality was inside Renju. My next target was Iris. I knew she would be suspicious if I asked her to come to Kawasaki, so I asked her to come to Sunfish Pocket first. I called her a little before 5 p.m., and she arrived just after 6. I greeted her, then convinced her to come with me. That's when Ota saw us. Anyway, I put her in the car, then headed to the chemical plant. On the way, I made her take a sleeping pill. I knew she might run once she saw where we were going. It was around 7 p.m. when I got there, and I wasted no time switching bodies. After getting Iris's body, I used a rolled-up apron to strangle Renju to death. Then I put his body in an empty oil drum I'd prepared earlier. I put that in the trunk of the car, then headed to Sunfish Pocket. But then, something I didn't anticipate happened. Waiting for the signal in Akiba, someone knocked on the window of the car. It was Ota. He asked me something about being able to drive. He was surprised, to say the least. I didn't have time to waste on him, but I couldn't risk him finding the oil drum in the trunk. Plus, if word got around that Renju's car was spotted driving around Akiba, that would foil my plans. So, I came up with a lie. I told him that I didn't have a license, so he had to keep it a secret. That's what that thing referred to in Ota's Nile messages, by the way. And just like that, I managed to escape a bad situation and headed to Sunfish Pocket as planned. The rest went exactly as you already figured out. Tag 3, Sonntag. Sunday morning, I had a recording or some such thing scheduled. Oh, I am, of course, referring to Iris. I didn't want to draw suspicion, so I decided to attend as planned. I went to Lemniscate and performed my job. And when I left, I ran into you, Date. To be honest, I was a little surprised. Just the previous night, I was a parasite in the body of Renju.
I didn't think Ota had seen me. So, of course, I didn't expect to see you there so soon. You were on to me, but there was nothing I could do about that. If I ran, it would only increase your suspicion. So I decided to play my role. The interrogation began around 8:20 p.m., is that right? Then you sinked into my mind. But you didn't get what you were looking for, did you? As a result, you had no choice but to release me. I didn't want to go home right away. I knew there might be police waiting for me. That would make it difficult to sneak out at night. And that would put my plan in jeopardy. So I asked you to take me to Marble. I tried to find an opportunity to run, but then another unexpected event occurred. I got a Nile message from Ota. I knew I could use him. So I told him I needed his help and to meet me at Marble. He did as I instructed him to do. After that, I got into the van with Ota. But because his presence was unnecessary, I asked him to stop at a convenience store to buy me something to drink. When he was gone, I took his car and drove to my parents' house where I used to live. Yes, the Sejima residence. Of course, I knew I couldn't just walk up and ring the doorbell. Hello, Father, it's been a long time. I was also in Iris's body at the time. But I thought I could use that to my advantage. So I pushed on the intercom, and sure enough, my dad invited me inside. I told him this: I want you to come with me. He was quiet for a while, but eventually agreed. We arrived at the prototype sync machine around 11:50 p.m. By the time I was in the body of Sosajima, it was a new day. A fort. This was yesterday, early Monday morning, past midnight. In my new body, I drugged Iris, put her in the van, and drove to a new location. Okiura Fishery Cold Storage Warehouse. I arrived around 1, then prepared for the show for a couple hours. Of course, when I say show, I mean dismembering Iris. Because of the temperature in the warehouse, it took longer than I expected to prepare, but... well, you saw it in the video. Of course, I didn't anticipate Ota would show up. What does that make it? 3 times that brat has showed up unexpectedly. That annoyed me to no end, and I took that out on him. Dressing him up in the polar bear was an impromptu plan on my part. I didn't mean to make you think he was the killer. I just wanted to throw a wrench into the investigation. Didn't matter if you found out or not. This all happened Monday morning. I left the warehouse around 3:30 a.m. Und Tag 4, Montag. There isn't much to talk about on Monday. Before noon, I used my old man's body to call this one. Boss. You might not know this, but she and my father go back about 6 years. Da sind wieder die 6 Jahre. You shared a terrible secret. Hinting at that was enough to get the boss to come running to me immediately. I injected her with a sedative. Then brought her body to the chemical plant. I synced with her, exchanged our bodies. And after blowing my father's brains out, I cut his body into pieces. I stuffed the meat into a vase I'd brought earlier, then drove back to my house. Fahr fort. Saito sprach mit Stolz und kein Zeichen von Reue. Ähm,
Ich versuchte, meinen Ärger zu unterdrücken und befragte ihn weiterhin. Warum hast du deinen Opfern die Augen entnommen? You know all about the prototype sync machine, don't you? That should explain it. Ich wusste es. Die Prototyp-Sync-Maschine unterschied sich von der bei Abyss in ein paar Sachen. Die Maschine bei Abyss ist besser entwickelt. Nanokabel von dem Sync-Gear gehen durch das Auge und die Augenhöhle. Genau, gehen dann durch den Sehnerv ins Gehirn. Aber die Prototyp-Sync-Maschine ist nicht so fortgeschritten. Um einen Sync durchzuführen, muss man das linke Auge entfernen. Manuell. Das Objekt und der Psynker müssen ihr Auge aus der Augenhöhle nehmen. Ansonsten kann das Kabel nicht ins Gehirn. Natürlich, selbst mit dem entfernten Auge ist die Verbindung zum Gehirn nicht notwendig. Das entfernte Auge hat immer noch den optischen Sehnerv und Blut. Wie heißt denn das? Blutzellen verbunden. Oder Adern eigentlich, ne? Nach dem Sync kann das Auge zurück in die Augenhöhle gesteckt werden. Es sollte sicher sein, Nebenwirkungen gibt es kaum. Solange der Sehnerv oder die Blutgefäße, das ist das Wort, nicht irgendwie beschädigt wurden bei der Entfernung, ist das gar nicht mal so schwer. Warum haben die Psynx-Opfer nicht nach dem Aufwachen nicht widerstanden? Ah. The prototype sync machine has a special feature. It administers a strong dose of sedatives to the original body and a stimulant to the host after a sync. That kept them docile. Warum hast du die Leichen so platziert, wie du es getan hast? To harass you. I wanted to bring out the hatred in you. That's why I called Mizuki to Bloom Park. That's why I streamed Iris's murder. Because they were important to you, weren't they? I wanted you to feel cornered, trapped. I wanted to punish you, Kaname Date. Nur warum? Noch mal nach den Augen fragen. Of course I don't really care about eyes. I don't need them. All I cared about was exchanging bodies with the sink. And for that, I needed to remove the left eye. Why didn't you just put the eyes back when you were done? That's obvious. Once I was finished transferring into a new body, the old one was of no concern to me. Why would I bother replacing the eye? I was just going to get rid of it anyway. Wo sind die Augäpfel, die du entfernt hast? Choco's is in Renju. Renju's is in Iris. Iris's is in Dad. Dad's is in Boss. Their stomachs, I mean. You sick bastard. Yes, I ate them immediately after exchanging personalities. How horrible. Hey. Was ist dein Motiv? Homicide is my hobby. I have a tenacity for it, what can I say? Of course, it was also necessary to make sure people kept their mouths shut. If I took over someone's body, they would know about my crimes. I couldn't risk them reporting me. So I killed them. It was also a matter of revenge. Against you. It's personal. That's why I chose people close to you as targets. Well,
except for my father, of course. That was personal to me, but don't ask. It's embarrassing. Rache gegen mich? This series of murders was like a journey for me, you know? Traveling through bodies to finally reach the end. That's the thing about traveling. You always wind up in the same place, don't you? Where do you think that is? Your home. A trip is only complete once you return home. The same goes for me. When I return home, my travels will come to an end. So I'll be needing it back. My body. Okay. What? You stole my body. Wir sind also in seinem Körper. You took it from me 6 years ago. That's why I want revenge. What are you talking about? You have no idea what it was like inside my own head. I miss it. I miss my brain, Date. No matter how many people I killed, it never worked. I never felt happy. I feel miserable. Okay, das ist wirklich ein großes Stück. You mean? He was born with a brain dysfunction. Due to damage to the posterior pituitary gland, he was unable to properly secrete oxytocin. Oh, that's right. My old body. How are you finding it, Date? Das hört halt einiges. Der Körper gehört dir. That's what I've been telling you! But I don't have the same oxytocin deficiency you did. That is because I regularly supplement it. They must have increased your dosage too much. No, but the person who had this disorder was number 89, the original Cyclops killer. That is what I believed as well. But we must have misunderstood. Pewter did not specify who exactly was imprisoned, only that one of the original culprits responsible was currently in prison. That's strange. That would mean number 89 is the previous chairman, Rohan. Okay. That must be it. Rohan is a parasite inside number 89's brain. Pewter must have known that. No way. Interessant. Ich war verwirrt. Ich verstand davon nichts. Let us determine the specifics using Saito as our starting point. Whose brain was he in before Boss? Sosajima. And before So? Iris. And before that, Renju. And before that, Shoko. And before Shoko? In welchem Körper warst du bevor Shoko? Bevor du in Shoko warst? I was a parasite inside Rohan's brain 6 years ago until last year. I'd lost most of my memories. I was a shell of a man. They housed me in a special hospital. But I still had those fragments of my mind left. Just as I explained earlier. From a single piece, you can recreate the whole. I took my time, slowly regaining my memories. 1 year ago, I remembered everything. I left the hospital and immediately sought out Shoko Nadami. I got her body, and she was in Rohan's. When she saw herself in the mirror, she lost her mind. She was confused, panicking, running up the emergency staircase, and then... Hat sie sich selbst umgebracht. Ja. That's why Rohan committed suicide. After that, I spent a year perfecting my plan. Using Shoko's body. I spied on you all this time. That's why I know everything about you. Und wo warst du, bevor du in Rohans Körper warst? In there. In that body you are operating right now. In that skull. My personality lived there. Wait, hold on. If what you're saying is true, what about my personality? Dann muss er ja Rohan sein. It was in Rohan. I'm not Rohan! Correct. It is just as he explained earlier. Number 89 was in Rohan's body.
Er ist Nummer 89. In other words, du bist Nummer 89. That's my real. Also war er mit Mizuki, mit der Mutter von Iris zusammen, Hitomi, mit er war ja zusammen. Er war der Vater quasi, oder Vaterfigur für Iris. Und er... Tja. Alles, was Nummer 89 erzählt hat. Red weiter. Sorry, but time's up. I want my body back. It's quite simple. Sync with me and stay inside my mind for more than 6 minutes. And if I refuse? I know that you won't. I know it. Huh? Date, look! This is streaming live! Oops. Damn you! Das ist doch ein schöner Cliffhanger fürs nächste Mal. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt in zwei Teile schneide oder ob ich es so lasse. Ich glaube, ich lasse es so. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. War eine extra lange Folge diesmal.